Diesen speziellen Regenbogenstern habe ich zuerst mit den Trinity-Modulen gemacht. Ich habe ein Video davon in der Videoserie Bachata XL. Es hat mich dabei doch mal interessiert, nachdem ich aus Restepapier so einen kleinen gemacht habe, wie der mit den Bachata-Modulen aussieht. Und es gefällt mir so ganz gut. Also habe ich den mal in groß gemacht und zeige hier, wie das funktioniert. Für dieses Format habe ich einfach ein DIN A4 Blatt, ich nehme das mal gerade weg, ein DIN A4 Blatt in 6 Teile geteilt. In dem Video über erweiterte Papierformate in der Serie Bachata Kreativ habe ich ja gezeigt, dass man nicht unbedingt Quadrate braucht, sondern dass etwas längliche Formate auch funktionieren. Hierbei ist es dann ganz einfach, das Blatt aufzuteilen. 10,5 mal 9,9, ein Sechstel als Querformat dann. Das heißt also, der Mittelfalz würde in dieser Richtung verlaufen. Ich zeige das jetzt mal, wie der zusammengebaut wird. Setze mich dazu erstmal bequemer hin. Meine vereinfachte Falltechnik sollte inzwischen bekannt sein. Für die, die es nicht kennen, ich zeige es hier nochmal ganz kurz. Darüber gibt es ja auch separate Videos. Das jetzt nochmal für die Leute, die das noch nie gesehen haben. Ich nehme eine andere Farbe nochmal, falls man das eine nicht so gut erkennen kann. Mit der Kamera ist es manchmal bei Farben etwas kompliziert. Module selbst habe ich schon vorbereitet. Für den speziellen Regenbogenstern braucht man 10 Module in kräftigen Regenbogenfarben, 15 Module in den Pastellfarben und 5 weiße Module. So, das ist jetzt mein Material. Ich beginne in dem Fall mit der ersten Farbe. Setze hier die zweite an für die Mitte und nehme wieder die erste für die Außenspitze. Dann mache ich hier weiter. Wieder die nächste Farbe als erstes. Und für die Außenspitze. Als nächste Farbe grün. Für die Außenspitze. Die Spitzen sind fertig. Einmal verbinden. Das letzte blaue Modul.
So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt wird an jede Farbecke zwei Module der Pastellfarbe, der entsprechenden Pastellfarbe angehängt. Na, ich schiebe den mal ein bisschen weg, damit man nicht so viel unruhige Blätter hat hier. Ist jetzt für mich wieder eine Umstellung. Ich habe in den letzten Wochen nur mit den Trinity-Modulen gearbeitet. Was gerade bei diesem Papier auch wichtig ist, ist, dass man die, wenn man 10 oder was Module fertig hat, dass man den Stapel nochmal übereinander legt und es nochmal falzt. Denn je schärfer die Knicke sind bei den Modulen, desto besser rutschen sie dann auch nacheinander. Schöner sehen die Spitzen aus. So sieht das jetzt aus. An jeder kräftigen Ecke sind zwei in der Pastellfarbe. Jetzt werden die jeweils miteinander verbunden und ich nehme von der ersten Farbe, genau wie beim Anfang, nehme ich wieder ein Modul dazu. Das Grüne noch. So, jetzt fehlen mir nur noch meine 5 Weißen und das erste Modul meiner Farbe hänge ich 2 Weiße an. Jeweils 1.
Jetzt musst du in den Spitzen falsch reden und Bastian gleichzeitig ist schwierig. Das Muster in den Spitzen ist bei den einzelnen Modulen Atem total unterschiedlich. Deshalb lohnt es sich einfach mal, beides auszuprobieren. Bei der letzten Spitze dann wieder alle drei Flügel auseinander machen und der Reihe nach ineinander legen, wie man es ja auch von den anderen Sternen schon gewöhnt ist. So, die letzte dann über den Finger wickeln und gerade dahinter gleiten lassen. So, ist der Stern fertig. Die beiden brauche ich nicht. Viel Spaß. Hier habe ich einmal das Material von 7 solcher Regenbogensterne zu einer 210er Kugel verarbeitet. Und das kommt dabei raus. Nur um das einmal zu zeigen. Diese Kugel besteht aus 70 kräftigfarbenen, 105 pastellfarbenen und 35 weißen Elementen. Orientiert habe ich mich dabei an der Sternenkugel mit dem Namen Lebensfarben. Und habe dann dabei den oberen Spitzenkranz weiß gemacht. Habe dann diese 5 Spitzenkränze reihum in Pastellfarben gemacht, mit jeweils weißen Mittelpunkten. Da reichen die Farben dann ganz genau. Und habe in der unteren Hälfte die 5 Spitzenkränze dann gemacht in den kräftigen Farben mit pastellfarbenen Mittelpunkten. Das ist mal was Neues zum Selbstausprobieren. Ich habe auch mal jetzt genau auf die Zeit geachtet. Mit Übung braucht man 2,5 Stunden ungefähr für diese 210 Module und 1,5 Stunden ungefähr zum Zusammenbauen, wenn man eine Vorlage hat, sonst vielleicht auch etwas länger.